Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, in der letzten Folge haben wir mehr oder weniger zugelassen, also Vegeta hat zugelassen, dass Cell perfekt wird. Und ja, Cell hat jetzt seine Cell-Spiele angekündigt, wofür wir noch 10 Tage haben, um zu trainieren. Und ja, wir gehen das alles ganz geschillt an, anscheinend laut Son Goku. Und ja, Son Goku ist Level 48, wir sind Level 45, der ist viel stärker als wir. Und ja, wir kümmern uns jetzt um einige Nebenstories. Und zwar haben wir ja eine ganze Weile, 4 Stück. 2 sind in diesem Gebiet hier irgendwo und darum kümmern wir uns als erstes. Hier. Was geht? Was machst du das von Gohan? Lauter Mann, ich höre nichts. Hey Mutnoshi, hey Krillin. Oh, Son Goku. Hey Son Goku, was läuft? Eigentlich nichts. Ich habe mich nur gefragt, ob ihr irgendwelche lustige neuen Trainingsarten kennt. Welches Training hast du in letzter Zeit absolviert, Krillin? Milchlieferung in einen Schildkrötenpanzer, das Land mit bloßen Händen bestellen? Nein, kein Schildkrötenpanzer für mich. Krillin könnte mittlerweile bestimmt problemlos mit einem 50 Kilo Schildkrötenpanzer klarkommen. Mann, das wirkt Erinnerung. Es hat Spaß gemacht, mit dir für das Weltturnier zu trainieren. Oh ja, wie ist diesem Jackie Chun-Typen wohl geht, gegen den wir gekämpft haben? Er war damals schon ziemlich alt, also wer weiß. Tja, Entschuldigung, dass ich alt bin. Hä? Wir haben nicht über dich geredet, Mutnoshi. Wir haben nicht von dir geredet, okay, ich wollte schon sagen. Oh, genau, haha, das habe ich wohl falsch verstanden. Ich weiß auch noch nicht, wie ich gegen dich im Turnier gekämpft habe, Son Goku. Das war ein ziemlich hitziges Match. Das war es in der Tat. Warum kämpft ihr nicht jetzt gegeneinander? Bist du verrückt? Son Goku will mich fertig machen. Ich interessiere mich nicht für den Sieger und Verlierer. Ich will nur sehen, dass wie sehr er euch verbessert hat. Und Son Goku, kämpfst du gegen Krillin? Ja, sowieso. Meister. Hey, klingt gut. Ich habe schon länger drauf, gegen ihn zu kämpfen. Okay, dann mal los. Aber halt dich bei mir wenigstens ein bisschen zurück, okay? Alles klar. Ich erstmal Super Saiyajin, Genki Dama und so, ne? Voll unfair. Okay, nein, so geht das. Ich muss ein gestärktes Kamehameha einsetzen, volles Power Kamehameha, so wie ich. Okay. Ich habe zwar einen Moment nicht gewusst, was nochmal blocken ist. Ich habe jetzt einfach mal geraten, dass L2 blocken gesund. War sogar richtig, Gott sei Dank. Super kam er, ja, ja. Ja, ich kann nicht Kaioken und Super Saiyan, ist ja klar eigentlich. Habe ich eigentlich verwandeln? Ich habe doch meinen Ausweichschritt gemacht. Daneben, fast. Ja, gerade auf die Charaktere haben alle nicht so viele Angriffe, ne? Eigentlich, was ja eigentlich gut ist. Oh nein, meine Abwehr. Warum teleportierst du dich mal weg, wenn du ein Kamehameha einsetzt? Hallo? Ach, was mach ich da? Ja, schon mal eine Quest erledigt, so gar nicht mal schlecht. In die Fresse, in die Fresse, in die Fresse. Gut, das ging ja noch, war ja jetzt nicht schwierig. Ausgezeichnet, das reicht. Sehr beeindruckend von euch beiden. Ihr habt es weit gebracht. Das macht den alten Meister glücklich, solche großartigen Schüler zu haben. Wirklich? Sowas macht dich glücklich? Selbstverständlich. Hm, vielleicht sollte ich irgendwann mal auch mal einen Schüler annehmen. So könnte ich ihn trainieren und gegen ihn kämpfen, wenn er bereit ist. Ich denke, jetzt würde der eher darum gehen, gegen deinen Schüler zu kämpfen, als ihm zu helfen.
Hehe. Naja, wer auch immer bei dir trainieren würde, müsste irrsinnig stark sein, um es mit dir aufnehmen zu können. Wenn man Schüler annimmt, muss man ihnen mehr beibringen als nur zu kämpfen. Sie müssen auch Manieren und Disziplin lernen. Ein Kampfnutzer ist mehr als nur der Körper, den er für den Kampf nutzt. Ja, mit solchen Sachen habe ich jetzt nicht so. Yay. Karte 39. Und eine Menge Erfahrungspunkte noch. Gucken wir uns alle mal an. So, gibt es noch neue Angriffe übrigens. Oh, da schon eine Weile lang. Was das auf mich wartet, holen wir halt mal ganz schnell. Wird ja nicht so lange dauern, ne? Boah, ich hätte nichts. Ich wollte eigentlich auf Son Goku hier, der direkt vor mir war, kämpfen. Ja, drei Son Gokus, merke ich gerade. Ja. Daneben, so geht das. Hab ich verwandelt mich noch ein Zeit, wenn ich halt abfeuer, macht aber keinen Sinn. Da gab es noch mal eine offizielle Erklärung, warum das nicht geht. Ne? Aber ich habe jetzt wieder vergessen. Ich glaube, das kam ja aus, ist gerade irgendwie voll explodiert. Aber hat irgendwie was damit zu tun, hat. Ah! Also Super Saiyajin zu viel Kraft ausgesetzt wird, ausgestrahlt wird, meine ich. Und Genki Dama, die ist ja so dafür da, dass man Energie ansammelt und irgendwie scheint die Super Saiyajin Verwandlung da im Weg zu kommen. In diesem Moment, wenn man Energie sammelt oder irgendwie sowas. Ich meine, irgendwie sowas in der Art war. Alter, vor dem Bogen geschossen. Jetzt du, komm her. Jawohl. So, Genki Dama X. Drachenhammer-Angriff. Da gehen wir auch noch hin. Also ich werde nicht geheilt. Ey. Aber mein Key ist auch nicht aufgeladen. Ich wollte jetzt voll eine Genki Dama da reinballern zwischen die drei. Er hat ja so einen Radius hier, der. Ich hab daneben da einen, glaube ich. So, aus dem Wasser, da kommen die, da werden die nie merken. So. Genki Dama. Spirit Bomb. Jetzt glaube ich 1:1 Übersetzung, ne? Genki heißt ja irgendwie was, weiß ich nicht. Energie, ne? Oder irgendwie sowas. Genki ist doch irgendwie, wenn, weiß nicht, wenn jemand irgendwie viel Energie hat, sag ich mal, aufgeweckt ist oder irgendwie sowas, glaube ich. Und Spirit ist ja mehr oder weniger so eine Umsprache. Und ja. Ah, ist gut. Jetzt reicht's auch mal hier. Oh, du wolltest halt auch machen? Ja, ich bin aber schneller. Aha. Oder auch nicht. Bin ich mein Super Saiyajin Mann. Boah. Ah. Da kam der andere halt auch noch drauf geschossen. Ich krieg die Krise. Na, komm her. Oh, krieg da rein. Oh. Oh, hier. Stirb. Gut. Genau so wollte ich das. Gut, das war anstrengend. Anstrengender. So. Gut, nächste Quest. War auch irgendwo in der Nähe. Ich habe die gerade noch irgendwo gesehen. Warte, muss ich erstmal wieder Dings hier abgeben, wenn es geht. Okay, wenn ich in meine Fittiche nehme, stand da, okay, ich würde erst Flittchen da gelesen. Da war nicht auch hier? Ja, anscheinend nicht. Entlegene südliche Inselbereich, okay, da war das. Gut, die Quest hat jetzt nicht lange gedauert, ne? 10 Minuten. Ja, ganze 10 Tage dauert, bis ich die Quest erledigt hat.
meine, hey, einige Rollenspiele übertreiben ist echt so, also kann ja sein. Vielleicht schaffen wir alle Quests in diesem Part, da wäre ja nicht schlecht. Weil ich nicht etwas allzu nerviges machen müsste. Das ist noch ein neues Gebiet, das muss ich noch ans Erkunden hier ein bisschen. Ja, ihr wolltet sie ja nicht aufhalten, die wollten ja nicht, ihr wolltet ja nicht die kaputt hauen, ja, vor die erweckt werden. Jetzt beschwerst du dich, ey. Ich krieg die Krise. Hey, Uranai Baba. Hm, wer bist du? Oh, Moment mal, bist du was, Son Goku? Ja, ich weiß, sie anders aus, aber ich bin Son Goku, das hast du schnell herausgefunden. Ich habe doch mehr herausgefunden, ich weiß, warum du hier bist. Wirklich? Du willst mich bitten, jemanden starken für dich zu finden, oder? Ja, das ist ein bisschen... Weiß ich nicht. Son Goku ist ein bisschen einfach zu lesen, wenn es solche Sachen geht. Woher wusstest du das? Kannst du auch Gedanken lesen? Ich muss keine Gedanken lesen können, um das zu wissen. Wirklich, kannst du mir sagen, ob irgendjemand stark in der Nähe ist? Hast du Geld dabei? Könnte ich ja sowieso nicht abweisen. Ich mache es kostenlos. Unglaublich, die meisten Leute geben mein Vermögen aus, damit ich ihnen helfe. Mal sehen. Ah ja, na bitte. Den du suchst, findest du hier. Sind der starken Gegner, das wurde auf einer Karte markiert. Großartig, danke für mein Sparterin, Baba. Moment. Dieser Gegner ist zwar stark, aber wirklich wäre wahrscheinlich irgendein Bösewicht. Für einen Gruppe an wie ihn wurde bestimmt ein Kopfgeld ausgesetzt. Wenn du ihn erledigst, sag Bescheid. Ich akzeptiere das Kopfgeld als Belohnung, als Bezahlung. Ach ja, jetzt ist es doch nicht mehr so kostenlos. Meine Dienste sind nie kostenlos. Naja, ich bin auch mal weg. Lost Clashen. Sensoborn können abgeholt werden. Irgendwas. Aber sind noch viel mehr Leute aufgetaucht, sind wahrscheinlich als so random Roboter und also was, ne? So. Dann übrigens immer noch die Dragon Balls einsetzen und irgendwie die Leute wieder beleben zum Bekämpfen, irgendwie so. Ich kann nichts sehen, ihr macht zu viel Licht. Ja, kommt mal her. Komm mal her, die Eierköpfe. Sogar alle Eierköpfe, ich dachte nur zwei von denen. In die Fresse. Oh, die haben ja alle nur einen Balken, okay. Ja, der Song geworden, helfen wir mal, wir sind stärker als ich. Warum kann ich nicht? Na komm her. War ehrlich. Du hast welche gerufen, alles klar, komm her. Das muss jetzt nicht sein, ey. Ich werde heute noch alles schaffen. Das hat schon wieder. Boah, so Drohnen, ey. Die gehen mir so aus, wie müsste. Warte mal, das hatten die gerufen. Das ist voll einfach. Bin fast tot. Kann ich mal ein Level abbekommen? Denkt sich Son Goku so, die waren noch nicht stark, Mann. Die habe ich weggepustet. Oh, dich habe ich gesehen. So, boom. Ja, irgendwas, was ich nicht verstehe, als ich mir zum Gohan angeguckt habe, ne? Boah, echt jetzt. Son Gohan hat innerhalb von ein Jahr ist er irgendwie viel größer geworden, aber drei Jahre, als sie trainiert haben, wie Cyborgs, ist er kein Stück gewachsen. Was soll das eigentlich? Und dann hat ein Jahr im Raum von Geist und Zeit, da ist er auf einmal ein bisschen größer geworden. Was soll das eigentlich? Macht doch gar keinen Sinn. Der Aufstieg, aber nicht ich, Son Gohan. Ich sehe nichts. Man kann ich für Son Gohan auch trainieren. Ja, boah. Wird aber dauern. Wo sind denn die?
Bin ich blind oder was da? War ich. Das habe ich schon wieder andere Leute getriggert. Boah. Leck mich. Ja, toll, jetzt muss ich nochmal die erledigen. Ja. Ja. Die ganzen zufälligen Gegner, die bringen einen immer voll aus dem Flow, finde ich irgendwie so. Die müssen doof. So, jetzt habe ich die getroffen, boah. Die Posen von ihnen. Ich mach dich fertig. Oh. Da ist der Gorilla-Anführer. Ich mach als erster fertig. Bestimmt wieder einer, ne? Oder auch nicht. Dann tut er ja keine Unterstützung rufen, ne? So, du bist weg. Au. Wie kann er? Ja, was hat? Jetzt du, jetzt du, du Abpulle, du. Fällst du mich auf den? Kann ich auch hier. Was? Oh. Ist er jetzt echt nicht. Er hat noch einen gerufen, ey. Er war ein ganz stinknormaler. Der hat doch keine Autorität. So, jetzt bin ich aufgelevelt. Gut, jetzt ist meine HP wieder voll und so. Und ich bin ein bisschen mächtiger. Wo muss ich jetzt hin? Da. Ja, lass mich die bitte sofort treffen, ohne dass irgendjemand in mich hineinfliegt. Ja, fast am Rand hier. Hi. Ich mach euch platt. Nur so, damit ihr es wisst. Ne? Ja, du siehst richtig aus, du bist ein Offizier, frustriert. Mach ich fertig. In die Fresse. Komm her. Nein. Komm her. Ich will nicht einsetzen. Ich wollte noch immer. Ich hab noch mal. Okay. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwelche Angriffe drauf habe, von denen ich noch nichts weiß. Okay, ich wollte schon sagen, wir rufst jetzt noch einen in allerletzter Sekunde. So, da war noch keine starken Kämpfer auch an der Baba. Ich kann noch ein paar Runden mit jemandem kämpfen. Wir werden zurück zu Wasserimba gehen. Wo sehen kann, was ich tun kann. War ja nicht. Vielleicht sie eine Stalkerin. So wie Sonic. Der Rabauke denn? Denkt er, ich hätte ewig Zeit? What? Oh Gott! Hi. Erstmal gegen den Baum gelaufen. Hast du nicht gesehen? Da hast du hast nichts gesehen. Du hast es also geschafft. Jo. Aber ich habe immer noch Lust auf einen Kampf. Naja, du kannst auch sterben und dich ins Jenseits begeben. Da kannst du so viel kämpfen, wie du willst. Tja, also das wäre super. Aber das Essen in der Welt schmeckt besser. Außerdem wäre Schizzi ziemlich sauber, wenn ich sterben würde. Also bleibe ich hier. Das versteht sich eigentlich von selbst, aber du bist wirklich seltsam. Wahrscheinlich braucht die Welt aber letztendlich genau diese Art von Retter. Habe ich eigentlich von ihr schon eine Dingens? Eine Medaille? Abzeichen? Ich vergesse jedes Mal, wie das heißt. Ey. Nö. Alles klar, hat sich doch gelohnt, finde ich. So. Baba. Alte Schachtel.
So, hier ist irgendwas. Warte mal, eine von diesen Missionen war irgendwie Level 48 und so. 45. Nördliches Gebirgebereich, westlicher Waldbereich. Nördliches Gebirgebereich, da will ich hin. Muss ja an hier sein, ne? Ja, ach die. Ach, Herr. Ach, da klingt irgendwie viel zu hart irgendwie. Passt doch ach die irgendwie. Der ist doch voll der Softie. Ach, der klingt irgendwie so viel zu badass irgendwie. Wie so ein Schrank halt. Ist ja auch einer, aber trotzdem. Bin die Proportionen von dem voll komisch, ey. Was haben wir denn hier? Ach so. Bonk. Danke. Gefrorenes Kaninchenfleisch. Lecker. Leckerli. Hm. Ich habe noch nie gegen diese Berserker-Gegner gekämpft. Ich denke mir immer, die sind einfach nur Verschwendung, weil die geben mir Erfahrungspunkte, dann werde ich noch stärker und ist die Story nicht mehr so fordernd und ja. Da gibt es, glaube ich, irgendwie so Trophäen und so oder irgendwie sowas. Bei denen ich irgendwie, weiß ich nicht. Oh, das hatte ich noch gar nicht. Bei denen ich wahrscheinlich diese Berserker-Gegner kaputt hauen muss. Ach, da bist du es. Du bist es. Oh, wer bist du? Oh, was? Ach, sorry, ich bin ein Super Saiyan. Da hast du mich wohl nicht erkannt, was? Ich sehe etwas anders aus, aber ich bin Son Goku. Oh, Son Goku, lange nicht gesehen. Was hast du denn ganz allein in einem solchen Ort? Ich sammle Feuerholz, aber normalerweise schaufle ich Schnee. Dieser Winter ist ziemlich streng, also ist es gefährlich rauszugehen. Aber mir macht die Kälte nichts, deswegen sammle ich euch Feuerholz. Du bist echt nett, Achter. Aber ich stecke in Schwierigkeiten. Der Computer in meinem Körper spinnt. Wenn er heil wäre, könnte ich mehr Feuerholz sammeln. Oh, vielleicht bist du einfach nur hungrig. Du sollst was essen. Nein, das reicht nicht, um mich zu reparieren. Kennst du jemanden, der mir helfen könnte? Hm, lass mal überlegen, Bulma. Für immer Freunde. Ja, Bulma, wer denn sonst? Die arbeitet doch gerade an einem anderen Cyborg. Ja, ich glaube, Bulmas Vater könnte das. Nur Bulmas Vater. Wirklich? Ja, ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich werde ihn mal fragen. Aber ich glaube, Bulmas Vater hat auch, glaube ich, ist auch, glaube ich, an C16 am Arbeiten, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, ja. Ich glaube, der macht die ganzen Sachen immer. Der hat dort Luftschiff gebaut. Luftschiff. Ja, ja, eigentlich ja, ne? Der Chef, mit dem Son Goku nach Name kam und wir gehen direkt dahin. Und was denkst du? Also, ich habe noch nicht alle erforderlichen Daten, aber wenn ich ein paar technische Dokumente übernette, könnte es was werden. Krillin und die anderen haben in Dr. Gerus Labor die Entwürfe von C16, 17 und 18 gefunden. Kannst du nicht gebrauchen? C8 wurde nicht nach einem Menschen gebaut. Er ist wie C16, bloß wesentlich älter. Ich bin ein sehr alter Cyborg. Dann werde ich mich mal im Labor aufmachen. Vielleicht finde ich da ja was. Oh, danke, Son Goku. Vor allem, da steht nur Monster Nummer 8. Ey. Das ist auch voll krass irgendwie. So, hat sich hier irgendwie was getan. Spezialtraining. Kann ich jetzt hier... Nee. Ungezügelte Macht erhalten. Ja, ich will mich da noch nicht irgendwie rantrauen. Raffiniert Silber, wo kriege ich das her? Hm. Okay. Ach so, wenn ich das auflevel, dann kriege ich hier die ganzen Sachen für jeden Charakter, ne? Ja, mache ich ihn auch noch mal. Die Dinger sind, nein. Warum? Ich habe X zurück. Warum spreche ich dann mit der? Ja, ich mache da die Fähigkeiten sind sowieso irgendwie nicht so gnadenlos irgendwie. Das ist, glaube ich, wenn der Gegner ein höheres Level hat, machst du mehr Schaden oder niedriger. Also das sind jetzt nicht so geile Dinge, als dass ich mir jetzt hier so einen Aufwand mache, gegen die Viecher da alle zu kämpfen. Ja, aber der einmal versucht, da habe ich voll auf die Fresse gekriegt, obwohl ich auf den erforderten Level war. Also nicht, das ist mir irgendwie viel zu stressig für irgendwie wenig Erfolg irgendwie am Ende. So, dann geht mal weg. Die sagen aber euch immer gleich, ne? Kein schweres Problem werden besser. Ich kümmere mich sofort darum. Boah, ich sollte mich mit der Suche anfangen.
Oh, da ist wieder irgendwie, oh nee. Ja. Ich bin auch voll nervig, diese. Wir meinen immer voll irgendwie aus dem Konzept, ey. Ich bin gerade irgendwie was dabei zu suchen oder so. Da kommen diese blöden Viecher und ich kann nicht vernünftig erkunden, ey. Aber ja. Jawohl. Vor allem, die sind auch voll stark, ey. Also wenn die mit ein paar Schlägen schon weg sind, ne, dann bin ich ja nichts dagegen, aber die haben mich immer viel zu lange irgendwie beschäftigt, finde ich. So. Oh, hi, was ist das denn? Mann, was war ein Chaos? Das kann ich ja eben so um die Sache verschieben. Das ist kompletter Schrott. Auch das Reagenzglas. Damit kann ich, glaube ich, nichts anfangen. Woher weißt du das wissen? Zerrissene Forschungsberichte. Du bist kein Wissenschaftler, Son Goku. Du hast keine Ahnung von sowas. Der Ding ist komplett hinüber. Zerstörter Computer. Wer hat das nochmal kaputt gemacht? Son Gohan. Ah ne, Trunks Krimi war das genau. Verbrannte Akten. Ja, damit kann man mal anfangen. Was ist das? Alarm, Eindringlinge. Was zur... Ist das irgendein Laborroboter? Töten, töten. Ich weiß noch nicht, was du bist, aber wenn du dich mit mir anlegen willst, dann komm ruhig. Mir immer so ganz langsam in seine Kampfpose gehe. In seiner Oldschool Dragon Ball Pose. Ja, ich weiß, wie denn seine Kampfpose aussieht. Diese Dragon Ball Fans wahrscheinlich auch, ne? Ich weiß ja nicht, warum diese eine Pose, wo er irgendwie gegen Vegeta gekämpft hat, irgendwie beliebter ist. Ich kenne nur seine Dragon Ball Kampfpose irgendwie ikonischer, aber okay. Puh, damit wäre der Roboter erledigt. Was habe ich da vorhin aufgesammelt? Sie hat erst was angeguckt, sieht aber nach einer alten Akte aus. Mal sehen, was da steht. C16, Dr. Reo nachempfunden. Was ist das? Steht auf der anderen Seite. Hey, Volltreffer, C8. Ich kann zwar nicht entziffern, aber das muss es sein, wonach wir suchen. Ich sag das lieber Dr. Briefs. Muss Verband Akten halten. Okay. Dann wären wir doch echt in diesem Part hier mit den ganzen Quests hier fertig. Ich habe so das Gefühl, danach geht es noch nicht auf zu den Zelt spielen. Danach, keine Ahnung, werden wir wahrscheinlich wieder Perspektiven von anderen Leuten irgendwie sehen oder irgendwie sowas. Mit die machen und was weiß ich. Und du hast mir Dokumente mitgebracht. Und kannst du mit Achter reparieren? Ja, müsste ich. Komm mit C8. Okay, ich komme zurück, Son Goku. Klar doch, Kumpel. Dank der Dokumente, die Son Goku gefunden hat, konnte C8 repariert werden. Ich meine, sie ist schon viel besser aus Achter. Ja, ich bin so gut wie neu. Der Dr. Geo war wirklich ein Genie. Er hat vor fast 20 Jahren schon einen so eindrucksvollen Cyborg wie C8 erschaffen. Aber der Doktor hat mir gesagt, ich sei ein Fehler. Was soll ich bitte an dir ein Fehler sein? Er muss da irgendwelche besonderen Kriterien für seine Schöpfung gehabt haben. Aber ich bin froh, dass ich ein Fehler bin, sonst wären wir keine Freunde geworden. Ich freue mich auch, dass wir Freunde geworden sind. Ach da, du hast mir im Muskelturm sehr geholfen. Hier, ich bring dich hin. Okay, danke. Komischer, hier, ich bringe dich hin zum Muskelturm. Ja, hier, ich bringe dich um. Was dafür seine Kopf, das und bricht den dadurch das Genick. Was, okay, bis dann. Ach, der Tschüss, Son Goku, bis bald. Hätte ich nicht da die Mission irgendwie abschließen können, warum wurde ich jetzt extra noch mal hier hin katapultiert? Warum muss ich denn unbedingt hier noch sein? So, alte Schachtel, hast du noch irgendwie was so erinnerungsmäßig, habe ich hier irgendwas freigeschaltet oder so? Okay, okay, dann eben nicht. So, eine Quest noch übrig. Bin ich gut.
Oh, da war die voll Level 48, okay. Boah. Gut. Machen wir die auch noch schnell, dann machen wir die ganzen Angriffe für Son Gohan noch. Dann können wir ja mal gucken, wir können ja schon mal ein bisschen weiter die Story vorantreiben. Ich überlege gerade, was ist noch zwischen den Zellspielen passiert. Dende, genau, Dende. Dende ist noch ob was zum Old School Dragon Ball. Also ich dachte, du gehörst jetzt auch dazu. Bonk. Hi. Na, kennst du mich noch? Die neue Piaf-Maschine ist endlich fertig. Son Goku ist so gut wie tot. Zumindest wäre das, wenn ich die Kapsel finden könnte. Entschuldigung, König Pilaf, also wo könnten wir es verloren haben? Eigentlich ist das gar nicht mal so schlecht, oder? Jetzt hat Son Goku erwachsen, ist er auch wesentlich stärker geworden. Wir haben keine Chance gegen ihn. Was redest du da? Glaubst du etwa nicht an meinen Pilaf-Maschine? Verzeihung. Halt einfach den Mund und finde die Kapsel. Wenn wir die Kapsel gefunden haben, mache ich Son Goku fertig. Dann holen wir uns die Dragon Balls und herrschen über die Welt. Was willst du tun, wenn du die Welt erobert hast? Oh, genau. Tja, als erstes, was soll ich denn tun? Ja, König Pilaf, was willst du dann tun? Was willst du tun? Mund halten, okay, ich sag das nicht. Das ist ein Geheimnis. Wow, lange nicht gesehen, Leute. Was macht ihr hier? Was sollen wir jetzt tun, König Pilaf? Der seltsame Typ hat uns belauscht. Seltsamer Typ? Ist aber nicht nett, oder? Ich bin's, Leute, Son Goku. Du lügst, der Son Goku, den ich kenne, hat schwarze Haare. Du bist ein Betrüger. Ach so, meine Haare sind anders, weil ich ein Super Saiyajin bin. Ich bin da immer noch ich schwör's. Also er klingt wie Son Goku. Er will wahrscheinlich wie ein Punk aussehen. Vielleicht hat er sich unverstanden gefühlt und seine Haare als Zeichen seiner Frustration gefärbt. Und Frustration verstehe ich, aber warum die gefärbten Haare? Was sollen wir tun, König Pilaf? Er hat alles gehört, was wir gerade gesagt haben. Entspannt euch, wir müssen einfach cool bleiben und ihn täuschen. Okay, ich kann jedes Wort hören, was ihr sagt. Tja, also wir haben eine ziemlich wichtige Kapsel verloren. Und nur damit das klar ist, wir haben nicht vor, diese Kapsel zu benutzen, um die Welt zu erobern, okay? Genau. Wir haben überhaupt nichts Schlimmes vor. Du glaubst uns doch, oder? Ja, aber sicher doch. Kein Schnellmerker. Und Son Gohan steht einfach nur daneben, so, Gott verdammt. Oh Mann. Ich denke, ich könnte euch helfen, eure Kapsel zu finden. Was? Echt? Das willst du? Na klar, würdet ihr nicht auch das gleiche für mich tun? Hast du gehört, König Pilaf? Hilf uns. Er ist auf jeden Fall ein ziemlich aufrechter Typ. Idioten, was denkt ihr, was passiert, wenn er unsere Kapsel in die Finger bekommt? Wir müssen sie vor ihm finden. Jawohl. Apropos Kapsel, wo genau haben wir die wohl verloren? Ich weiß, dass wir sie vorher noch hatten. Okay, worum ist mein Innen? Irgendwo da, okay, das wird ja lustig. Wir sind normalerweise nicht so viele Gegner. Irgendwo hier. Ich sehe da was. Wieder auf Maschinenkapsel. Ja, bitteschön. Ja, du hast unsere Kapsel gefunden. Ja. Das ist die Kapsel, die ihr sucht. Ja, das ist die König Pilaf 4. Das ist unsere Kapsel, die für die neue Pilaf-Maschine. Das war's. Okay. Man seid ihr Typen Kacke. Schön zu sehen, dass ihr habt, was ihr braucht. Okay, ich bin einmal weg. Vielen Dank, das ist uns wirklich sehr geholfen. Moment mal. Braucht ihr noch was? Bist du blöd? Du bist uns vollkommen auf dem Leim gegangen. Diese Kabel befindet sich die ultimative Waffe, die wir brauchen, um dich endlich zu vernichten. Ultimativ? Wie bitte? Es ist ein ultra starker Roboter. Moment mal, das heißt, da drin ist was super starkes, gegen das ich kämpfen kann? Worauf warten wir dann noch? Was jetzt, König Pilaf? Er scheint unbedingt gegen ihn kämpfen zu wollen. Das wird nicht lange dauern. Aktiviere die neue Pilaf-Maschine.
wieder. Ja. Los, Pilas, Maschine, lösche Son Goku aus. Ja, einfach nur so. Also, ich wäre voll enttäuscht, wenn ich den Son Goku stelle. Auch einfach nur so random Gegner, Mann. Und mir passiert, wenn jetzt irgendwie bald mit Super C17 oder so da rausgekommen wäre. Ja, wäre doch krass gewesen. War eine noch perfektere Version von Cell. Nein, aber wir hätten gegen die Wand geklatscht, wie du feuerst auf mich, ich feuer auf dich. Ah, geblockt. Ah, gut gemacht. Boah, Son Gohan macht den voll fertig. Gut gemacht, Son Gohan. Meine Pilaf-Maschine. Oh, das hat aber nicht gerade viel Spaß gemacht. König Pilaf, er hat die Maschine im Handumdrehen zerstört. Jetzt gibt es nur noch eine Vorgehensweise. Weglaufen. Das werden wir uns merken. Was denn genau? Alles klar, gut. So, damit haben wir alles erledigt. Das heißt, wir können jetzt weitermachen mit der Story. Werde ich wahrscheinlich auch machen, ein bisschen. Ein Hauch von Normalität. Also ein bisschen vorantreiben können wir ja, glaube ich, die Story, ne? Erst einmal gehe ich. Und hat nicht Son Gohan auch Geburtstag gehabt vor den Zelt-Spielen? Oder war ein Fehler bei Dragon Ball? Bin ich mir nie irgendwie so sicher, was da Fehler ist und was nicht. Deswegen kann sein, dass diese Autofahrszene kein Fehler war. Ich weiß es nicht. Ich habe das aber auch irgendwie noch nie so nachgeguckt. Also früher weiß ich nicht. Das Kind hat mir das. Weil mir hat relativ Latte. So, hier ist so ein Trainingsdingen. So, das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich mache nur das hier erstmal. Kam ja mehr. Ja, das war natürlich noch gar nicht. Kam ja mehr, ne? Ja. Ich würde sagen, wenn er jetzt hier an dem Stein aufgehalten wird oder so, das hat übel Schaden gemacht übrigens. Hallo Mr. Piccolo, Alter. Ja, okay. Ich mach dich platt, bevor du konntest. Gut. Da hab ich einfach weggetreten. So, Kamehameha, da können wir auch mal lernen. Ja, voll daneben. Ah. Warum kann ich nicht? Ich will in meinen Supermodus gehen. Okay. Ja, voll blöd, wenn ich mich auf einen konzentriere und dann kommt jemand anders und ballert auf mich, ey. Er lief, boah. Naja, dann zwei Piccolos sehe ich gerade. Auf zu blocken. Oh, er ist weg teleportiert. Das gibt's nicht. Oh, jetzt ging's. Hat mir letztens irgendwie so ein ganz kleiner auch gefehlt oder was? Ach, großer Bro. Oh, ja. Äh,
Aber ich wünsche, ich hätte so einen Explosionsangriff wie Piccolo. Das macht die ganzen Kämpfe viel einfacher. Also einfach nur spammen und dann sind die Gegner irgendwann tot. Ah. Ah, hat er mich noch getroffen? Ich krieg die Krise. Er ist ausgewichen. Oder auch nicht. Ja, kann auch ein bisschen dauern, habe ich so Gefühl, ja. Also weiter draufhauen. Nicht so, als würde ich jetzt zum Gohan spielen und so, und irgendwie müsste ich irgendwie darauf achten, wie viel AP noch übrig sind oder so. So, dann gehen wir mal und tun mal für Son Gohan. Son Gohan ist nicht stärker, okay. Aber wir können ja mal hier gucken. Da musste ich sogar lernen wegen Super Masenko. Wo ist Kamehameha? Da. Nee. Was ist ein stärker, Kamehameha oder Masenko? Sieht man gar nicht. Kamehameha verbraucht mehr, also schließe ich daraus, dass das mehr Schaden macht. Den ganzen Balken ab, so wie Masenko. Na. Nein, kann er ja. Nicht Masenko. Kein Masenko. Und dann kein Masenko. Nur auch ihre Angriffe nur Spam, ne? Ich mache halt einfach nur um den Au. Den Kampf hier ein bisschen abzukürzen und so, ne? Ist egal. Hör auf zu spammen, sonst spamme ich zurück. Ich habe mit der Story fortgezogen hier. Au, wird will nichts hier in diesem Part. So, jetzt. Hat schon immer Son Gohan in seiner Super Saiyan Form, diesen Teil der Story, sah schon immer aus wie Cloud aus Final Fantasy 7. Wenn man den Mantel hier wegrechnet, und Cloud hat auch so eine zackige Frisur, diese blonde Haare, lila Klamotten, er glaube ich auch so grünliche Augen. Mein Son Gohan sieht fast genauso aus wie Cloud aus Final Fantasy 7. In seinen älteren Artwork, so in seiner Pixel Artwork aus dem Spiel, jedenfalls sein offizieller Artwork sieht da natürlich nichts aus. Er hat irgendwie, weil nicht so dunkel wie eine Klamotten, also in-game sieht er genauso aus. Gut, okay, wie viel sind noch übrig? Zwei, ne? Wohl einer wird wahrscheinlich noch machbar sein. So, ich suche einen, muss doch irgendwo so ein Ding sein, ne? Und dein Campingplatz meine ich. Da gehen wir Son Gohan, ja, vollkommen neuer Angriff hier die ganze Zeit. Körpereinschlag, hohen Betäubungsschaden. So, machen wir das hier auch noch. Führter Masenko. War ich nicht schon Super Masenko? Ja, den Angriff, den gibt es auch in meinem Spiel. Ich weiß gar nicht, von wo der überhaupt. Doch, ich weiß, wo, doch, ich weiß, wo der ist, aber ich glaube, ich weiß, von wann der eingesetzt wurde. War dieser eine Schlag hier noch kommen wird. Ich habe eigentlich noch im letzten Moment. Also was hier Objekte.
Sensebohne, so ja voll. Weil Verschwendung eigentlich, aber warum wird mein Kiel eigentlich nicht aufgeladen? Genau, Kiel herstellen normalerweise. Aber fehlt schon wieder so ein kleines Fitzelchen. Dafür. Ich meine aber, der hat nur den ersten Schlag gemacht. In der Serie am Drachenflug. Ja, viele so Dragon Ball Z Angriffe sind voll der Mainstream geworden, wo die wahrscheinlich nur einmal oder so eingesetzt haben zu irgendeinem Zeitpunkt, den sich wahrscheinlich keiner mehr erinnern kann. Ey. Ja. Boah, ich bin den gerade mitten am Verdreschen, ne? Und dann, oh nein, ich mache jetzt meinen Konter. Jetzt bin ich unbesiegbar. Ich bin halt so dämlich. Genau wie bei Tetsu Vesperia, wenn die Gegner irgendwie nach der Zeit wegrennen, das kotzt mich an. Reg mich fast jeden Kampf drüber auf. Ey. Warum rennen die Gegner vor allem weg? Das ist doch voll kacke. Und die hören auch gar nicht auf. Die tun die ganze Zeit damit rennen. Kotzt mich an. Es kotzt mich an. Es kotzt mich an. Abgefällt, still, Mann. Ich schon fast Bock, den Level 50 Ding ins Aula noch zu machen, damit wir auch noch schon mal abgeschlossen haben. Wird schon zu schaffen sein irgendwie, ne? Ja. Ich meine, wie viel stärker können die denn schon sein? Wo kann ich das überhaupt schon machen? Ich erst mal 50 erreichen, super Ki Schnellfeuer. Son Gohan und zwei Piccolos. Nee. Wenn ich irgendwann mal noch Level 50 erreichen würde, dann vielleicht, aber warum das? Muss jetzt nicht. Da so, geführter Masenko. Super Masenko ist besser als Super Masenko. Das verbraucht 42, 38. Ich nehme jetzt mal an, das wird mehr Schaden machen. Ne? Also noch mal geführter Masenko, Super Masenko. Ich nehme jetzt mal einfach an, das tut mehr abziehen. Ne? Gut, dann würde ich aber sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge setzen wir mal die Story ein bisschen fort und gucken, wie es weitergeht. Auch von Normalität. Und ja, also warte, ich könnte noch mal hier bei Mutenroshi kurz vorbei daddeln und denen hier meine Trainingsergebnisse vorzeigen. Vielleicht kriege ich aber was Geiles. Ich kann auch meine Seelenabzeichen auch noch ein bisschen hochleveln hier on screen. Mal schauen. Mal schauen. Ich will mal Son Gokus Medaille auf Gold bringen. Ich habe schon so viele Goldmedaillen. Ich sollte vielleicht mal einige Medaillen abzeichen. Boah. Einige Seelenabzeichen, die sich auch lohnen würden, ja, auf Gold bringen. Vegeta ist, glaube ich, schon auf Gold irgendwie. Ja, Son Gohan. Nicht unhöflich sein. Oh, ich meine, ich kriege jetzt hier auch schon wieder Dinger. Ja, die Zeltspiele, so. Nein, nicht hier. Community, so. Weil Son Goku ist ja der Anführer von einer Community, deswegen wäre es vielleicht gut, den mal hochzuhalten, weil der wird immer in dieser einen Community drin sein. Und ich könnte wieder nur Leute aufleveln, die auch, von denen ich noch Belohnung kriegen würde. Eins des Erfolgs, Z-Krieger. Dann macht man Z-Krieger mal höher. Aha. Wäre vielleicht nicht schlecht, die mal hoch zu machen. Weil da ist die Community, in der drin ist. Wäre jetzt gut, wenn ich jetzt hier auf Dings bekomme. Hier. Gold. Nö.
Abenteuer kommen. Es ist natürlich ein bisschen doof. Okay. So, sie ist ja anführender Kochendingens, deswegen wird sich lohnen, für sie auch hochzumachen. Ja, ja. Und 100. Immer noch auf Bronze. Ganzes Trainings kochen. Oder Volks, keine Ahnung. Ja, du bist von erwachsenen Dingen. Erwachsene. Habe ich nicht, doch. So. Dreck und nicht hoch. War ich noch 11 Training plus 10, ja komm. So. Ja, du bist von Abenteuer. Krieg ich nicht komplett hoch, leider. Ich kann auch die 11. Karte bekommen. Ja, ich brauche noch 7. Gott, Fähigkeit, ja. Komm. So, jetzt auch Silber, gut. Dann schön an, wieso bist du denn jetzt noch auf Dings? 50, das geht mal gar nicht. Schau, so ist sogar höher. Z-Krieger Stufenbegrenzung plus 2. Ah. Okay, ich hoffe, ich habe eins davon nicht aus Versehen mal irgendwann benutzt. Da wäre ja gut, wenn ich das dann zum Goku geben würde, ne? Weil das hier Shichi und das hier Mutenroshi. So. Das ist ein bisschen nur interessant hier, was ich mache, aber was soll's. Ich will ihn noch auf Level 80, auf 80 Freundschaft bringen. Da war Verschwendung. Da haben wir noch einige Karten bekommen. So. Du bist von Training. Ja. Ah, Training Community ist hochgelevelt. Ist auch gut. Fähigkeit, ja. Da, komm Gold. Du. Nee, du bist Gott. Was ist dann Training? Ja, du bist Gott. Ich bin Gott. Leider nicht reichen. Aber ist Silber. Na komm hier. Na, ich hätte dann einsetzen sollen vorhin. So. Oh, ja, Entwicklung. Einige gut. Training. Oh, gut, die kleinen Dinger, die werde ich mir noch aufladen. Wie hat er auf 50 schon? Ich meine, er hat fast alles voll, aber trotzdem. Na komm, ja. Fast. Gut. Schenken wir mal einige Karten, die ich bekommen habe. Ich habe noch eine Karte bekommen. Das ist immer so schwierig herauszufinden, was ich hier neu habe und was nicht. Ey. Ja. Ja, der ist neu. Gib mir nicht die Schuld, wenn das nicht funktioniert, falls du einen Scout hast. Er hat den Schwanz von Vegeta abgeschnitten. Sieh erst mal an, glaubst du mir, jetzt hat sich kam ja aus Wagen, diese Karte um gefallene Z-Krieger per Teleportation zu retten. Gibt es bestimmt irgendwie so ein offizielles Trading Card Game, ne? Verschwende ihr Herz in dreifacher Neostrahl. Ich hatte auch mal so ein paar Karten. Ich habe die nicht direkt gesammelt, aber ich hatte mal irgendwie so ein paar rumfliegen irgendwo. Da war, glaube ich, so ein offizielles Kartenspiel irgendwie.
Ich werde nicht zulassen, dass okay, ja, schon eigentlich voll Spoiler. Ja, alles, nein, ich habe mich voll gespoilert. Gut, ich sage, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Story ein bisschen. Und also, du hast mir jetzt noch was zu geben. Nö, okay, und ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski.